Hallo. Geht auch sofort los. Ich hole Giulio dazu. So. Hello. Hello. Was geht? Ja, alles prima und selbst? Ja, wir müssen ja gleich Bus fahren. Da weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe mal die Musik hier geändert. Ich mache die mal auf leise. Vielleicht doch ein bisschen lauter. So. Schalte ich doch direkt gleich mal um. Und dann kann es losgehen. Julio, warum sind wir heute hier? Wir Ja. Machen wir heute? Deep Worüber reden Talk. wir? Ja, über? Homosexualität. Richtig, das habe ich sogar in meinen Titel reingeschrieben. Ist gerade ein bisschen laut. Dass du so geschrien hast. Nee, das Spiel ist gerade sehr laut. Ach so. Kriegen wir auch ein Bild? Nice, nicer, nicer. So, ich fahre Bus und unterhalte mich mit Julio über Homosexualität. Warum machen wir das, Julio? Wir, um ja, andere, die vielleicht noch nicht so ganz darüber im Klaren sind, ob sie vielleicht homosexuell sind oder vielleicht auch nur bisexuell, vielleicht einfacher zu machen, um sich zu outen oder ja, um sich zu informieren, wie es Und vielleicht ein anderer, der homosexuell ist, weil ich bin homosexuell, ja, wie der das sieht, wie meine Geschichte ist. Klingt super spannend. Ich weiß natürlich schon ein bisschen was, aber so ganz haben wir uns auch nie darüber unterhalten, ne? Nee, das stimmt. Erzähl mal, wie war das denn? Was denn? Also als erstes würde ich als heterosexueller oder bisexueller Mensch, so erstmal stellt sich mir die Frage, wie alt warst du denn überhaupt, als du gemerkt hast, okay, irgendwie ist es nicht so, wie es vorgelebt wird? Weil eigentlich so gesellschaftsmäßig wird ja vorgelebt oder als wir klein waren, wurde ja vorgelebt, so Mann und Frau, ne? Wie hast du das so empfunden? Dass du dir so gedacht hast, okay, irgendwie sehe ich das anders. Naja, also so gesehen kann ich ja nichts dafür. Ich stehe halt einfach auf das gleiche Geschlecht und ich sehe es aber ganz normal, weil es ist halt ein Teil von mir, ne? Und ich habe schon früher immer halt nicht auf Mädchen geguckt, sondern mehr auf Jungs. Also Und das. du wusstest schon von Anfang an so, ja, irgendwie finde ich Jungs irgendwie cooler. Ja. Also, ich habe zwar mehr mit Mädchen zu tun gehabt, ist auf einer Freundschaftsbasis, aber bei den Mädchen konnte ich mir halt nicht, ja, das eine halt vorstellen, ne? Also die Aber dann war das Fortpflanzung. ja nicht, ja gut, aber dann war das ja nicht von Anfang an so, ne? Ich meine, so, wenn du so, sagen wir mal, 5 bist, dann denkst du ja nicht an Nee, nee. Sex, oder? Genau, wie gesagt, ich wollte ja sagen, ich habe zwar gemerkt, dass ich, wenn ich jetzt so rückblickend darauf blicke, ne, dass ich mehr auf Jungs geguckt habe als auf Mädchen. Da war es mir aber natürlich noch nicht so klar. Da dachte ich halt, ja, okay, ich finde den halt einfach cool, ne? Oder der hat einen coolen Style, der sieht gut aus. Keine Ahnung. Und habe dann immer noch so gedacht, ja, vielleicht finde ich ja irgendwann eine Frau. Also du Oder halt wusstest das Mädchen so in nicht, ne? Beziehung. Genau, ich wusste es nicht. Bis ich dann irgendwann mal so gedacht habe, da ich kannte ja auch früher oder vorher noch gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt, Homosexualität oder Schwulsein. Bis ich das davon gehört habe. Und dann dachte ich so, bin ich schwul? Und da wollte ich es aber noch nicht wahrhaben. Da wollte ich so, nee, ich brauche ja eine Freundin, kein Freund, weil ich muss ja Kinder
also Nachfahren von mir brauche ich ja. Also es sind so meine Gedankengänge gewesen. Wurde dir das so oder nicht? Aber wurde dir das so irgendwie von deinen Eltern vorgelebt? Nee, gar nicht. Also das aber kam so von dir. Genau, das kam so von mir. Und ja, und dann habe ich es halt einfach akzeptiert dann irgendwann. Nach das, einem. Ja, das klingt aber irgendwie so, als wärst du halt auch nicht ganz einverstanden damit gewesen. Hattest du Angst oder so? Natürlich hatte ich Angst. Warum? Ich meine, ich glaube, jeder hatte Angst. Oder nicht hatte, sondern hat Angst, sich zu outen. Was ich jetzt rückblickend natürlich nicht verstehe, weil es bei mir halt gut ausgegangen ist. Aber es gibt natürlich andere Familien, da geht das vielleicht nicht so gut aus. Okay. Also du meinst so akzeptanzmäßig. Genau. Aber als wir uns kennengelernt haben, das finde ich ganz interessant, da hattest du eine Freundin. Ich? Ja. Jetzt musst du ja so nachdenken. Ich muss nachrechnen, wie viele Jahre das her ist. S- und U-Bahnhof Alexander. Da war ich 16, ne? Ja, da warst du 16. Oder 15 sogar noch. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, ich habe mich ja mit 17 geoutet. Ich habe mich ja mit 17 geoutet. Ja, also das war, glaube ich, die Abschluss, also diese Klassenfahrt da. Aber du hattest ja, mal eine Freundin. Ja, da hatte ich eine Freundin. Ich hatte viele Freundinnen. Ihr seid ja ganz in der Nähe. Wie meinst du das? Wir sind in der Nähe. Georg ist im Chat. Ach so, wegen, ja, weil ich ja durch Berlin fahre. Stimmt. Ich hab ganz vergessen. Ja, und wie war das da? Also du bist, ich stell mir das so vor, also warst du denn verliebt, würde ich vielleicht jetzt nicht fragen, aber ich meine, du musst ja auch irgendwie mit der zusammengekommen sein, oder war das für dich irgendwie nur Freundschaft und dann hast du es ausprobiert, oder warst du wirklich tatsächlich verliebt? Verliebt war ich tatsächlich gar nicht. Wenn ich jetzt zurückblickend da drauf glucke. Das war, glaube ich, eher so freundschaftlich, ne? Und dann so dieser Hinterkopf, dieses im Hinterkopf haben viele meiner Freunde, männlichen Freunde, oder sag mal nicht Freunde, sondern halt Schulkollegen. Kumpels, ja, Schulkollegen, das war ja keine Kumpel, haben schon Freundinnen gehabt. Und vielleicht brauche ich dann halt auch eine, ne? Und ich habe mich halt mit denen, mit denen ich dann auch zusammen war, sehr gut verstanden. Aber wie gesagt, rückblickend jetzt natürlich nur halt so freundschaftlich, wie man sich auch als mit so einem Kumpel verstehen würde, wie wir uns verstehen, ne? Aber das war halt einfach nur Symbolik, dass wir zusammen sind. Man hat gesagt, wir sind in einer Beziehung. So richtig Liebe war da aber nicht. Oh Gott. Also von mir auch, von mir jedenfalls nicht. Also eher so was wie, ja, wie soll ich das ausdrücken? Das wäre gerade fast schief gelaufen. Sorry, ich weiß nicht, ob du das siehst, aber ja, ja, ich guck mir das an. Es gab keine Toten, okay? Ich meine, von einer Freundin, mit der ich zusammen war, habe ich dann gesagt bekommen, sie war nur mit mir zusammen, damit ich auch mal jemanden abkriege. Das war dann auch sehr nett. Ja. Okay. Ja. Ja, und aber wie gesagt, da war keine Liebe. Aber hast du da, wie soll ich das ausdrücken? Ich meine, die Beziehung ist ja irgendwann zu Ende gewesen, ne? Und wusstest du da schon, als du diese Beziehung da beendet hast, weil danach hast du dich ja geoutet, ne? Nee. Also nicht direkt danach, das meine ich nicht. Aber danach gab es jetzt nicht nochmal eine Beziehung, oder?
Es gab ein paar Beziehungen mit verschiedensten. Mhm. Okay. Wie gesagt, aber alle aus denselben Gründen, die ich gerade genannt habe, mit vielleicht Symbolstatus. Auch mal, also auch sagen können, ich bin in einer Beziehung, keine Ahnung. Halt, was man früher so gedacht hat als Teenager. Ich bin ja immer noch ein Teenager. Für 2 Jahre. Aber symbolisch, mit 18 ist man ja so gesehen erwachsen. Ja, ja. Halt, vor 3 Jahren oder so, was man da noch gedacht hat. Das ist, sind ja ganz andere Gedankengänge, als die man jetzt hat. Ja, das stimmt. Aber hattest du da, ja, weiß ich, hast du irgendwann eine Beziehung beendet, weil du dir gedacht hast, nee, irgendwie ist das mit Frauen, funktioniert das nicht? Nee. Also es kam dann erst später. Ich hab sie ja nicht beendet. Ach so. Ja, das weiß ich ja nicht. Nee, die, ich war erstmal zusammen, dann waren wir nicht mehr zusammen. Ich weiß auch gar nicht mal, warum, wer beendet hat, da warum oder was. Dann war ich mit einer anderen zusammen. Dann habe ich die wieder für die andere verlassen. Okay. Ist so eine ganz komische Dreiecksbeziehung gewesen, keine Ahnung. Und dann war ich für 5 Tage mit einer ganz anderen zusammen. Wow. Also, ja. Wow. Was geht denn bei dir? Ah, es ist rot. Okay. Ja, also das war früher, weiß ich nicht. Also hast du schon so ein bisschen rumgebitscht und ausprobiert? Das kann sein, wenn du das so siehst. Kann also man, glaube ich, so sehen, ja. Ja, ja. Das ist vielleicht jetzt hart ausgedrückt, aber ein bisschen ist es ja schon so, oder? Okay. Hast du denn dann auch mit denen, also seid ihr weitergegangen als, ich sag mal, als Fummeln? Wir haben nicht mal gekuschelt, das war Küsse. Aber das ist doch voll interessant, oder? Dass man da irgendwie, dass man das nicht macht. Wolltest du das nicht oder wollte sie das nicht, oder? Ich sag mal so, es ist nicht dazu gekommen, weil so gesehen haben wir uns außerhalb der Schule nicht getroffen. Mhm. Also gut, mit der einen habe ich mich außerhalb der Schule getroffen, aber da sind wir auch nur in der Stadt einkaufen oder rausgegangen. Da waren wir halt nicht bei der einen oder bei mir zu Hause. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wenn es dazu gekommen wäre, was ich dann gemacht hätte. Es ist halt nicht dazu gekommen, deswegen kann ich das nicht sagen. Mhm. Aber, aber ja. Du bist dir halt nicht sicher, was du dann getan hättest. Genau, ich bin mir nicht sicher, was ich dann getan hätte, weil ich meine, ich habe es ja schon zu Küssen, also zum einem Kuss zugelassen. Mhm. Und es gibt ja auch Geschichten von anderen Homosexuellen, die haben ja mit einer Frau schon alles durchgehabt. Mhm. Bis sie dann gemerkt haben, dass sie homosexuell sind. Ja gut, ich weiß nicht, ob man... Was glaubst du denn? Wird man so geboren oder ist das ein Prozess, der irgendwann langsam vonstatten geht und dass man dann sagt, okay, mein Geschmack oder was heißt Geschmack, meine Sexualität hat sich jetzt geändert und dass man auch irgendwie so mit 30 noch homosexuell werden kann? Oder denkst du, das ist so von Geburt in einem drin? Das ist eine gute Frage, auf die ich jetzt keine zu 100%ige Antwort parat habe. Aber naja, ich sag mal wir diskutieren, ja. Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass es schon seit Geburt an in einem drin steckt. Mhm. Das ist aber, also beides ist so ein Prozess und von Geburt an. Weil man sagt ja, also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber man sagt ja, dass Homosexualität vom Vater vererbt wird. Okay, das habe ich noch nie gehört. Ich, ja, das habe ich mal im Internet gelesen, das habe ich auch von vielen anderen schon mal gehört. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Ich bin kein Wissenschaftler, der das durch irgendeine Studie bewiesen hat. Aber man hört das ja so. Deswegen kann man denken, dass es genetisch vererbt wird, also seit Geburt an. Es kann dann aber sein, dass je nachdem, dass es dann halt ein Prozess ist, je nachdem, wie du dich entwickelst. Ich weiß es aber nicht. Also vielleicht, dass man irgendwie eine Tendenz dazu hat, homosexuell zu werden. Ja. Es ist ja wie die Augenfarbe. Wenn die Mutter braun hat, der Vater blau,
dominiert dann ja irgendwas dann bei der Geburt des Kindes. Ja. Könnte dann ja auch, je nachdem, wenn es jetzt halt, ne, wenn es zu 100% wahr ist, dass diese Genetik, Homosexualität vom Vater vererbt wird, je nachdem, wie stark ja. dieses Ding ja, ist. Ja gut, aber dann würde das ja, dann gäbe es ja demnach ein homosexuelles und ein heterosexuelles Genom. Wie heißt es? Ist es ein Genom? Das Bio ist sehr lange her. Oder zumindest die Erbinformationen darüber. Aber so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, also Homosexualität wird vom Vater vererbt. Wenn der Vater dann jetzt eine Tochter hätte, dann könnte die lesbisch werden oder wie soll das? Das oder weiß geht ich. Das nur bei Schwulsein? Das ist doch. Ja, weil so gesehen müsste es dann ja auch bei den Mädchen. Richtig. Und das. Nein, ne? Also ich weiß ich nicht, ob ich damit d'accord bin. Ob ich damit ich so auch nicht. Verstanden ich weiß bin. Auch nicht. Ich gebe ja nur da, was ja, ich ja, klar. Gehört habe. Ich weiß es auch nicht. Und so gesehen kann ich es mir auch nicht zu 100% vorstellen, dass es vom Vater vererbt wird. Es ist halt nur eine Erklärung, also so eine Suche nach Erklärung, warum jetzt einer homosexuell ist. Mm. Ja gut, ich meine, Homosexualität ist ja nichts, was irgendwie neu ist. Genau. Na, ich meine, in der Antike waren auch viele Männer homosexuell. Vor allen ja, Dingen so... Guck dir mal die Tierwelt an. Bitte? Guck dir mal die Tierwelt an. Ja, oder das? Na, ich meine, gut, aber sagen wir mal, bleiben wir mal bei der Antike. Ja, ich glaube, es waren Römer. Römer haben, ich hätte mich vielleicht ein bisschen vorher informieren sollen, aber das fällt mir gerade so ein. Viele Römer hatten, oder es gab so Gebäude, Lustgebäude, so eine Art Bordell, ja, wo nur Knaben waren. Nur Knaben. Und dann sind die Männer, und das war total in Ordnung, sind die Männer dahin und ne, haben dann mit diesen Lustknaben rumgemacht. Ja, die Griechen auch, aber da weiß ich es nicht genau. Ich glaube, die Römer haben auch sehr, sehr viel von den Griechen einfach geklaut. Und haben es einfach anders benannt, wie zum Beispiel Götter oder sowas. Naja, jedenfalls... das war total in Ordnung, ja. Aber wie das dann dazu kam, dass es eine Zeit gab, in der wir vielleicht immer noch sind, wo Homosexualität nicht wirklich so toleriert wird, das weiß ich leider nicht, wann das anfing. Aber da, zu der Zeit, war das total in Ordnung. Das war sogar hoch angesehen. Naja. Hm. Aber was glaubst du denn? Glaubst du... Das ist, dass du schon immer so warst oder dass das ein Prozess war? Rückblickend glaube ich schon, dass es schon immer so war. Hm. Ja. Okay. Und wie gesagt, hat sich halt immer ja, mehr verschärft auf Jungs geguckt habe. Mhm. Also auf dem Schulhof, wenn man so auf dem Schulhof langläuft oder so. Dann guckt man sich ja schon so, wenn man jemanden attraktiv findet oder den Style cool findet, guckt man sich das ja an. Mhm. Und bei Mädchen habe ich eigentlich fast gar nicht hingeguckt, nur bei Jungs. Okay. Das merkt man dann ja. Ja, gut. Und wann hast du das so gemerkt, dass du gesagt hast, okay, ich bin definitiv schwul? Das war am... Lass mich mal kurz überlegen, war das am 11. Februar 2019? Also jedenfalls Februar 2019. Mhm. Magst du darüber sprechen? Ja, bei einem Geburtstag von einer Freundin. Ja. Ich war halt dort eingeladen. Das war so eine Übernachtungsparty halt, ne? Mhm. Und da war halt auch eine Freundin von mir, hat dann auch noch einen anderen Jungen mitgebracht. Mhm. Und der war auch homosexuell. Ja. Und... Weil da wir die einzigen Jungs da waren, mussten wir halt in einem Zimmer schlafen. Mhm. Und ja, denk wir haben dran, dann... wir haben noch keine 22 Uhr. Da ist nichts passiert. Ja, okay. Ich wollte dich nur noch mal drauf aufmerksam machen. Ja, ja, das Einzige war halt, dass wir uns auf, weiß ich nicht, eine... Was waren das?
30 cm, 50 cm breite Matratze zusammen draufgelegt haben. Mhm. Ja, und so haben wir halt gepennt. Und wir haben halt die ganze Zeit Videos geguckt, YouTube-Videos. Ja, und dann am nächsten Tag, als ich dann wieder bei mir alleine war, und dann habe ich halt die ganze Zeit mit dem geschrieben, halt so wie ich noch nie mit irgendjemandem geschrieben habe. Also ihr habt so Handynummern auch ausgetauscht, ne? Genau, ja, es war es hat angefangen mit Snapchat. Okay. Ja, und wir haben halt sofort so diese, ich sag mal so diese Liebessticker da geschickt, Bitmojis. Ja. Ja, mit Herzchen und so, ne? Genau, mit Herzchen und so. Ja, und das habe ich halt mit einem Mädchen noch nie so gemacht. Außer mit mir. Genau, außer mit dir. Ja. Ich dachte, das habe ich aber, das habe ich aber auch nur dann angefangen, das mache ich ja jetzt mit anderen auch, seitdem ich halt mich geoutet habe. Ja. Davor habe ich das noch nie gemacht, nee. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Es gab mal eine Zeit... mit dir könnte es sein, das weiß ich aber nicht. Ja, weil du warst halt auch die erste meiner Freunde, die, ich sag mal so, nicht in meinem Alter sind, ne? Er fährt einfach. Ja, okay. Ich dachte aber tatsächlich eine ganze Zeit lang, du wärst vielleicht ein bisschen verliebt in mich. Kannst du dich daran erinnern? Das habe ich dir auch mal erzählt. Weil wir hatten ja ein Let's Play gemacht, The Forest. Und du hast so geheult, dass wir das nicht mehr spielen. Und die ganze Zeit, aber das war so schön und ich hab dich so lieb. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist er irgendwie verknallt oder so. Und wir haben ja schon einen super krassen Altersunterschied, ne? Mhm. Also ich bin jetzt, ich spoiler das mal, Leute, ich bin keine 19 mehr. Auch wenn ich das immer sage, nein, es sind keine 19. aber dann hast du mir irgendwann gesagt, glaube ich, dann war das mit der Freundin. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, oh, er hat eine Freundin. Dann brauche ich mir, wow, was war das denn? Endlich. Brauche ich mir keine Sorgen machen, weißt du? Das war so. Dann, ja. Ja, gut, als du mir dann gesagt hast, du bist homosexuell, dann war das so, ich weiß gar nicht. Das war so, als wenn du mir sagen würdest, ich gehe gleich einkaufen. Weil ich habe da halt auch überhaupt gar kein Problem mit. Und ich bin selbst nicht, ich bin selbst, glaube ich zumindest, nicht heterosexuell. Und für mich ist das so total normal. Ich habe da nicht irgendwie dieses, oh mein Gott, was soll ich jetzt sagen, was soll ich jetzt tun? Ja, dann bist du das halt einfach. Weil du bist ja immer noch derselbe Mensch, ne? Mhm. Ist mir, also mir ist es total egal, ob du asexuell bist oder ob du bisexuell bist. Boah, jetzt willst du eine Fahrkarte? Ich glaube, es hackt. Warte, ich muss mich konzentrieren. Ach, guck mal, das sind sogar 3,80. Ja, also für mich ist das total egal, welche Sexualität du hast. Von daher, ja. ich glaube... Ich habe dann einfach, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, das war dann einfach so, ja, okay. Vielleicht ein bisschen so, ich habe es geahnt oder sowas. Weil du schon manchmal so, das klingt jetzt, ich glaube, das klingt nicht besonders nett, wenn ich das so sage. Aber manchmal hast du schon so Züge, wo ich so denke, Alter, was bist du für eine Diva? Ne? Aber das ist, glaube ich, einfach auch nur deine Persönlichkeit. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob du homosexuell bist oder halt eben nicht, ne? Weißt du das noch? Kannst du dich noch dran erinnern, wie das für dich war, als du dich den Leuten oder als du dich geoutet hast? Ja, das war, ich habe mich zuerst bei meiner zweiten Beziehung geoutet, also Freundin, ich nenne jetzt natürlich keine Namen. Naja, wir können sie genau. Nancy nennen. Die Nancy, genau. Nancy. Ich habe mich erst bei der Nancy geoutet. Und das war im Bus auf dem Weg zur Sporthalle, also im Schulbus. Da hast du gesagt, yo, Nancy, ich bin übrigens schwul, ne? Da war
da waren beide Nancys dabei. Also meine erste Nancy und die zweite Nancy. Und ja, ich habe dann so gesagt gehabt, ja, ich weiß nicht, ne, nach dem, es war halt kurz nach dem Geburtstag, ne? Ich so, Nancy, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich bin schwul. Und die so, ja und? Ja. Und ich so voll am Schwitzen. Hast du Angst gehabt? Ein bisschen, ja. Das, also vor Ablehnung, ne? Mhm, genau. Okay. Und dann? Ja, dann haben wir halt die ganze Zeit darüber geredet. Dann war der Sportunterricht, der irgendwie gar nicht zu Ende ging, weil man wollte natürlich weiter darüber reden, ja, ne? Dann im Bus wieder zurück, weiter darüber geredet. Ich weiß nicht mehr, was wir da alles geredet haben. Halt, die haben die ganze Zeit, glaube ich, gesagt, so, ah, ist doch nicht schlimm, ne, schwul, ne? Und wie findest du den Typen? Weil das war natürlich so den Typen, das war so der Typ, den ich da auf den Geburtstag kennengelernt habe, war die erste Liebe. Oder halt den ersten, wo ich gesagt habe, den liebe ich. Also, dass du in einen Mann verknallt oder Jungen verliebt gewesen bist. Genau, ich glaube auch eher, das war keine Liebe, also, weil Liebe ist halt, ich finde jetzt, die Worte, ich liebe dich, sollte man nicht leichtfertig sagen. Mhm. Ich glaube dann eher, dass es halt ein Verknalltsein war. Ja, es gibt so Abstufungen, da gebe ich dir recht. Weil verknallen kannst du dich halt schnell in jemanden, bis du dann seine Persönlichkeit kennenlernst. Ja, ist halt so eine Schwärmerei, ne, genau. Wenn man so verschossen ist. Ja, das kenne ich. Das kenne ich gut. Aber das ist halt keine Liebe, ja, das stimmt. Ja. Liebe muss sich über Zeit aufbauen. Genau. Und ich habe halt mit meiner besten Freundin, die halt jetzt auch immer noch meine beste Freundin ist, mit der war ich aber nicht zusammen. Okay. habe ich halt immer Discord-Gespräche gehabt. Früher immer nach der Schule haben wir uns sofort im Discord getroffen, Discord-Gespräch gemacht, bis wir dann schlafen gegangen sind. Ja. Da haben wir halt auch 1000 Stunden geredet einfach. Ja. Und wann hast du das dann deinen Eltern erzählt? Das war dann, wann war das? Im Sommer, glaube ich, 2019. Da war ich dann mit meinem ersten männlichen Freund zusammen. Mhm. Also so richtig offiziell. Genau. Mhm. Obwohl das auch irgendwie komisch war, aber naja, da habe ich es dann meinen Eltern erzählt. Was haben die gesagt? Na, meine Mutter hat gesagt, ja, wusste ich. Die hat gesagt, ich habe halt meiner Mutter so gesagt, ja, wenn du gleich fertig bist im Badezimmer, kommst du runter, ich muss Papa und dir was erzählen, ne? Mhm. Meine Mutter so, als du... Ja? Meine Mutter so, als du mir gesagt hast, ich muss dir was erzählen, da wusste ich schon, ja, gleich sagt er, dass er schwul ist. Okay. Ich glaube... So als Mutter, weiß ich nicht, da hat man sowas im Gefühl. Ja, das kann sein. Ja. Und wie haben die reagiert? Also ganz gut, wie gesagt, meine Mutter hat gesagt, ja, wusste ich, ne, was soll ich jetzt machen? Du bist immer noch der Julio. Mhm. Unterstützen, also wir unterstützen dich, wir lieben dich. Mein Vater so, aber das ist auch nur Spaß gewesen, ne? der hat so gesagt, ja, ich kann es dir ja schlecht rausprügeln. Ja. Aber aus Spaß, ne? Ja. Und aber der hat es auch akzeptiert. Oder akzeptiert es halt. Und du hattest mir mal erzählt, dass du aber trotzdem Kinder möchtest, ne? Ja. Und du machst oft Witze. Also ich weiß nicht, ob das Witze sind, aber du machst, glaube ich, oft Witze darüber, mit mir einfach Kinder zu kriegen. Also steht das... Also ist das möglich für dich? Also ist das eine Option für dich, leibliche Kinder zu bekommen, einfach mit einer Frau dann zu schlafen? Ich sag mal so, ja. Mhm. Weil, ich sag mal so, ich hoffe, ich darf das sagen, es ist ja noch keine 22 Uhr, aber ich solange du ja keine fiesen Wörter nimmst, die ich sonst auch gebrauche, ist es okay. Ich sag mal so, Loch ist Loch. Okay. Ja, ja. Ja, und okay. Wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe, sage ich jetzt mal, ist es dann ja nicht, weil ich, also ist es keine
Romantik, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann ist es halt einfach nur für... Es ist einfach Sex. Genau, halt einfach, um dann halt ein Kind daraus zu machen. Sex. Keine Ahnung. Sex? Ja, ich verstehe das schon. Ich denke, viele Menschen haben schon mal mit Menschen geschlafen, die sie gar nicht wirklich attraktiv gefunden haben oder so, aus welchen Gründen auch immer. Also es funktioniert schon. Aber so als Frau funktioniert das natürlich. Ne? Als Mann, da kann ich nicht mitreden, das weiß ich nicht. Aber habe schon so die Erfahrung gemacht, dass das wohl auch funktionieren soll. Ist das denn eine Option für dich? Hast du da mal drüber nachgedacht? Ich meine, du bist 18, du wirst bald 19. Ich glaube, da macht man sich jetzt nicht so die Gedanken über Kinder, oder? Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Mhm. Also, ich meine, es gibt natürlich noch andere Optionen, als Kinder zu, also von meinem Blut jetzt halt ein Kind zu machen, ohne halt gleich mit einer Frau zu schlafen. Es gibt ja immer noch, ich meine, hier in Deutschland ist es, glaube ich, verboten, eine Leihmutterschaft. Ja. Aber man kann dann ja nach, weiß ich nicht, Schweden oder so fahren. Da ist es dann nicht verboten. Die Option gibt es ja halt auch immer noch. Oder halt, dann ist es aber leider nicht von meinem Blut, halt ein Kind adoptieren. Ja gut, aber das, ich finde, das ist ja, ich meine, das ist ja dann trotzdem dein Kind. Genau. Das hat dann halt nicht eben dein Blut. Das ist vielleicht bei, weiß ich nicht, bei Krankheiten oder bei Bluttransfusionen oder Knochenmark, das ist vielleicht ungünstig, dass du dann halt einfach ausscheidest, ne, als Spender oder so. Aber adoptiert ist halt adoptiert, ne, ist auch dein Kind. Also ich verstehe schon, was du meinst, aber ist halt dann halt nicht leiblich, ne? Ja. Okay. Und hast du jemals daran gedacht, nachdem du dich geoutet hast, dass du vielleicht doch heterosexuell sein könntest? Man hat natürlich dann so den Gedankengang, vielleicht ist das nur eine Phase. Ne? Aber ich habe es eigentlich relativ schnell akzeptiert. Gab es da so eine Zeit, wo du dich dagegen gewehrt hast? Das ja, aber das war halt vor meinem Outing. Mhm. Wo ich auch zu mir selbst gesagt habe, ich bin schwul. Das ist ja, deswegen hätte ich mich wahrscheinlich schon viel schneller oder viel früher geoutet. Weil da war es halt nur die Erkenntnis, ich gucke mehr auf Jungs als auf Mädchen. Und bei dem Geburtstag, wo ich mich dann nachher geoutet habe, habe ich halt direkt mit einem anderen Jungen zu tun gehabt. Das war dann so das schlagwertige Argument, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt muss ich ja akzeptieren, dass ich schwul bin. Oder halt müssten, sondern, oder ich meine, jetzt ist es mir egal. Ich meine, es ist halt, ich bin halt immer noch ich, ne? Ja. Hast du mit ihm darüber gesprochen in dieser einen Nacht? Dass du vielleicht... Nein. Nein? Okay. Und wie ist das dann, wenn du einen potenziellen Partner, ich sag mal, entdeckst, dann gehst du ja nicht zu dem hin und sagst, hi, ich bin Julio, ich bin schwul. Und du? Das macht man doch nicht, oder? Nee, das macht man auch nicht. Deswegen sage ich ja, für Schwule ist es sowieso erschwert, einen Freund oder so einen Partner zu finden. Mhm. Jetzt durch Corona noch mal mehr erschwert, weil halt die ganzen Clubs und Bars halt zu sind. Da kannst du halt nur noch auf diese Dating-Apps zurückgreifen. Ja. Aber ich bin relativ schlecht in Smalltalk und im Schreiben. Ich meine, wenn ich jemanden persönlich kenne, dann... Ja, dann kann er halt relativ schlecht zurückziehen. Aber so beim Schreiben, da ist es halt relativ einfach, halt einfach zu ignorieren oder weiß ich nicht. Hast du denn, ich sag mal, Flirtprobleme? U-Bahnhof Turmstraße. Jedenfalls beim Schreiben, da habe ich Flirtprobleme. Ich weiß nicht, wenn ich mit jemandem persönlich rede, weil ich ja auch schon so eine schüchterne Person bin,
Aber ich glaube, das könnte ich viel besser als so schreiben. Jemand, okay. Sich mit jemandem persönlich zu treffen. Okay. Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Ich meine, wir haben es irgendwie alle schwer mit Flirten, aber wenn du halt nicht weißt, ich meine, als Mann ist es, glaube ich, noch ein bisschen was anderes als eine Frau, weil wenn jetzt eine Frau zu mir kommt und sagt so, ja, ich finde die süß, dann finde ich das auch süß. Entschuldigung, ich muss mal eben husten. Wow. Alles gut. Egal, ob ich heterosexuell bin oder nicht. Aber ich glaube, bei Männern ist das nochmal was anderes, weil man als schwuler Mann, glaube ich, auch viel so mit Homophobie zu tun hat oder zu kämpfen hat. Und ich erlebe das ganz, ganz oft, dass Männer sagen, also dass heterosexuelle Männer sagen oder vermeintliche heterosexuelle Männer sagen, ja, das ist okay, wenn der schwul ist, aber der soll mich nicht anmachen oder sowas. Und dann denke ich mir so, hä, wo kommt das denn her? Nur weil du einen Penis hast, bist du jetzt nicht potenzielles Flirtopfer? Also manchmal sind, also diese Sprüche sind halt einfach total hirnrissig, ne? Das verstehe ich auch gar nicht. Ich verstehe nicht, was die Männer sich dabei denken. Ob das ist halt wirklich so ist, so, ja, okay, der hat einen Penis. Ich habe einen Penis und der will meinen Penis. Das ist doch Schwachsinn. Meistens aus Erfahrung, ehrlich gesagt. Nee, das kann ich doch nicht mal, kann ich auch nicht mit mitleben. Ich wenn auch. Jetzt, ja, jetzt stell dir mal vor, es wäre jetzt eine Frau, dann würdest du doch auch nicht sagen, ja, ich will mit der nichts zu tun haben, weil die könnte mich anbaggern. Wenn dich jemand anbaggert, der homosexuell ist und du halt eben nicht, dann sagst du halt ganz einfach, tut mir leid, ich habe kein Interesse. Wo ist das Problem? Ganz einfach. Wo ist das Problem? Warum muss man denn ablehnend sein? Man kann doch einfach sagen, nein, danke. Und dann kommen so Sachen wie, ja, aber die sind dann, keine Ahnung, irgendwie penetrant oder sowas. Das ist doch Schwachsinn. Frauen doch genauso. Es gibt genauso viele Frauen, die dann sagen, ach komm, willst du es nicht doch mal mit mir versuchen? Es hat nichts mit Schwulsein zu tun oder nicht. Finde ich zumindest. Nee, es ist absolut wahr. Es war einfach zu sagen, es gibt nicht nur homosexuelle Flirten auf offener Straße, sondern auch heterosexuelle. Richtig. Und vor allen Dingen, Männer sind dann super. Das ist meine Erfahrung. Ich bin auch schon von einer Frau angeflirtet worden. Alles kein Ding. Dann sagst du halt einfach, nein, danke, ich habe kein Interesse. Ich muss noch nicht mal sagen, ob ich lesbisch bin, bi oder asexuell. Ich muss meine Sexualität nicht mal offenlegen. Ich sag halt einfach, nein, danke und gut ist. Aber bei Männern, natürlich nicht alle Männer, aber viele Männer akzeptieren das einfach nicht. Es wird nicht ein Nein wird einfach nicht akzeptiert und dann wird trotzdem weitergegraben. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Natürlich gibt es auch Frauen, die das nicht akzeptieren. Ne? Ich will jetzt nicht alle in eine Schublade stecken. Aber meine Erfahrung zeigt mir halt, dass Männer die Ablehnung sehr, sehr schwer akzeptieren können. Aber jetzt habe ich wieder was ganz anderes erzählt, sorry. Aber hast du denn mal so eine Begegnung gehabt, dass man dir wegen deiner Sexualität irgendwie feindlich gegenübergesinnt war? Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht. Also es ist immer super ausgegangen so. Ja. Was würdest du denn dann machen? Keine Ahnung. Ich meine, ich hatte ja auch so eine Situation noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich dann machen würde. Vielleicht aus dem Weg gehen. Also es hat noch nie jemand zu dir gesagt, oh, du bist schwul, mit dir will ich nichts zu tun haben? Nee. Ja, krass.
Das liegt, glaube ich, an deiner sehr fesselnden Art. Gab's denn schon mal Annäherungsversuche, nachdem du dich geoutet hast, von Frauen, die dann so, also abgesehen von mir, die dann so gesagt haben, ach komm, kannst das doch bestimmt trotzdem. Mach mal eine Ausnahme bei mir oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen, dass das bestimmt auch gibt. Ja. Ist dir das passiert? Also ich habe schon bei manchen gedacht, ja, die könnten vielleicht Interesse an mir haben. Mhm. Ich habe dann, also zum Beispiel in der Schule gab es so eine, die neu auf die Schule gekommen ist dann. Und die hat sich dann in meinen Freundeskreis auch mit reingenommen, ne? Sie hat sich selbst eingeladen. Genau. Aha. Und dann habe ich halt, um das ein für alle Mal halt, zu sagen, oder ich wollte jetzt natürlich nicht ins Gesicht sagen, ja, ich bin schwul, lass das. Weiß ich nicht, wollte ich nicht. Ich habe dann einfach normal mit meinen Freunden darüber geredet, über meine Crushes geredet. Okay, also du hast das Thema einfach ganz leger ins Gespräch mit einfließen lassen, um ihr zu zeigen, das geht so nicht. Genau. Ja, nicht schlecht. Danach war auch ruhig, also. Ja, hat sie gecheckt. Okay, genau. Alles klar. Das ist aber schon interessant, finde ich. Ich habe mal, oh Gott, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich auch so 15 oder 16. Da habe ich das erste Mal eine Trennung hinter mir gehabt und habe mit meiner Mutter darüber gesprochen und dann sagt sie so, naja, andere Mütter haben auch noch hübsche Söhne, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, oder hübsche Töchter. Und dann hat sie mich schon so komisch so angeguckt, ne? Und bei mir war das, also ich glaube schon so eine Phase, aus der ich aber immer noch nicht so ganz raus bin. Also ich glaube nicht. Ich habe ganz viele Jahre gedacht, ich bin bisexuell. Aber so, je älter ich werde, desto eher denke ich mir, ich glaube, wenn ich jetzt, ich kann, glaube ich, nicht mit einer Frau zusammen sein. Hm. Ich könnte mit einer Frau schlafen, das ist alles kein Problem. Hätte da tatsächlich auch Interesse dran. Ne? Also attraktiv finde ich Frauen sowieso. Aber mir vorzustellen, mit einer Frau eine Beziehung zu führen, das ist irgendwie sehr schwierig. Ich kenne aber auch sehr, sehr wenig Frauen, wo ich sagen würde, yo, die würde ich nehmen. Ich hatte mal eine Freundin, eigentlich sind wir immer noch befreundet, aber durch Corona und so, wir haben uns seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und die ist auch mittlerweile verheiratet und hat Kinder bekommen. Also ist halt ganz, ganz anderes oder führt jetzt ein ganz, ganz anderes Leben als ich halt, ne? Mhm. Und die fand ich super. Mit der hätte ich mir auch eine Beziehung vorstellen können. Aber das sind halt wirklich super selten passiert sowas. Und ich hatte auch mal eine Freundin. Da war ich auch verliebt. In die war ich wirklich echt verknallt. Das war aber tatsächlich online, ne? Und die ist dann einfach irgendwann, die wusste das auch. Und ich glaube, das hat auch auf Gegenseitigkeit beruht. Aber irgendwann verliert sich dann halt auch einfach der Kontakt, ne? Die ist dann halt einfach irgendwann nicht mehr online gekommen. Das ist aber auch schon sehr lange her. Aber so danach, dass ich sage, okay, ich habe mich irgendwie in eine Frau verliebt, das ist nicht passiert. Ja, schon das, was du gesagt hattest, hier mit einer Frau eine Beziehung kann ich mir nicht vorstellen, aber halt Sex schon, ne? Das ist ja genau das, deswegen heißt es ja auch Homosexualität oder Bisexualität.
da steckt ja dieses Wort schon mit drin. Das heißt ja nicht, dass du dir eine Beziehung mit denen vorstellen musst, sondern einfach nur, dass du halt den Akt mit dem gleichen Geschlecht dir vorstellen kannst. Zum Beispiel könnte ich mir mit vereinzelten Frauen auch vorstellen, die zu heiraten. Zum Beispiel? Ja. Mit der rede ich gerade. Das wollte ich nur hören. Ja, ja. Ach ja. Nee. Jetzt kriegst du jetzt, glaube ich, schon einen Husten. Nee, also das ist halt genau wie dieses, halt zu heiraten kann ich mir auch vorstellen, eine Frau. Kinder zu bekommen auch. Wie gesagt, habe ich dir auch vorhin schon mal erklärt. Aber halt darüber hinaus halt nichts. Dann halt einfach eine Familie führen. Ja, aber dann fehlt ja auch irgendwo die Liebe, oder? Oder meinst du, du könntest eine Frau lieben wie einen Mann, aber halt einfach keinen Sex mit ihr haben? Ich glaube, ich werde eine Frau nicht so lieben können wie einen Mann, aber halt anders lieben. Wie dich zum Beispiel. Also dich liebe ich ja auch. Ja gut, aber das ist ja keine... Ich sag mal, keine romantische Liebe, ne? Genau. Das ist keine romantische Liebe, ist halt einfach nur eine... Platonische. Platonische Liebe, ja. Ja, verstehe ich. Ja, keine Ahnung. Das ist alles halt... Ja. So, wenn es so in Sexualität reinrutscht, ist alles irgendwie... Weiß ich nicht. Oh, was war das denn? Buchholzweg. Wow. Irgendwie wurde ich gerade in den Gegenverkehr geschoben. Ganz komisch. Sorry, ich wollte das Thema nicht, töten. Was habe ich denn jetzt gesagt? Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, verdammt. Wir haben darüber geredet, über, platonische Liebe. Platonische Liebe, ja. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, und wie lebst du jetzt so? Also, du bist ganz offen damit und, wie machst du das, wenn du so neue Leute kennenlernst? Dann sagst du ja auch nicht, hi, ich bin schwul übrigens. Hast du da irgendwie Berührungsängste, dass irgendjemand das vielleicht nicht in Ordnung findet? Gar nicht irgendwie. Ich glaube, wenn ich mal erst hinterher Gedanken darüber, wenn die Katze aus dem Sack ist. Okay. Aber jetzt zum Beispiel, ich bin ja jetzt auch in einem Fußballverein. Und wir hatten eine Mannschaftsfeier gehabt. Und ich habe dann auch wie bei der, wo ich dir vorhin schon gesagt habe, habe ich auch einfach das dann in dem Gespräch halt einfach einfließen lassen. Einfach so dann gesagt gehabt, ja, ich bin auch auf Tinder unterwegs, aber ich habe noch keinen Partner für mich gefunden. Und dann hat der Typ, mich in der geredet habe, gesagt so, ja, ich wusste schon, dass du schwul bist, ne? Ich meine, wenn man sich dein Profilbild anguckt, hat er gesagt, dann kann man das schon vermuten. Echt? Wie sieht denn dein Profilbild aus? Instagram-Profil. Okay. Profilbild, ja. Da habe ich halt eigentlich nur Fotos mit Mädchen. Ja, okay, das und haben aber viele Bilder, andere Männer auch. Ja, aber das sind... Ich meine, ich gucke da schon sehr... Lassiv. Schwul, keine Ahnung, wie man das nennt. Okay. Ja. Also nicht so macho-mäßig. Genau. Dass du so sagst, das sind meine Chicks, sondern das sind meine besten Freunde. Genau. Okay. Ja, und der Typ hat auch gesagt gehabt dann, ja, wenn was ist hier in der Mannschaft, kannst du immer zu mir kommen, ne? Immer mit mir reden. Aber ich glaube, die sind ja alle mega nett, sind sie auch, und die akzeptieren das alle, werden es alle akzeptieren, haben es alle akzeptiert. Also da habe ich auch keine Abneigung gefunden. Die klatschen immer noch alle ab, wenn man dann zum Spielen kommt oder zum Training, immer noch alle abklatschen und ja. Ja, nicht schlecht. Aber es gibt halt auch andere, ne? Genau. Was würdest du denn einem jungen Mann, der darüber nachdenkt, ob er vielleicht schwul ist, was würdest du dem denn raten? Ja, das ist immer... Oder der Angst hat vor Ablehnung. Ich glaube, ich meine, Angst kann man relativ schlecht ablegen. Und ich habe sie abgelegt durch die Therapie.
Ich würde es aber natürlich niemandem raten, deswegen eine Therapie zu machen. Das war, ich habe wegen was anderem die Therapie angefangen und das war dann halt einfach Gespräch dann dazwischen, wo ich dann mit den Therapeuten darüber geredet habe. Ich glaube, man sollte sich einfach mit der Angst konfrontieren. Nennt man das so? Konfrontieren? Konfrontieren. Ja. Das Wort halt. Ja. Ihr wisst schon, was wir meinen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Angst davor hat, sich bei den Eltern zu outen, macht es einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, dass sich die Eltern rausschmeißen. Dann ist natürlich erstmal Kacke. Ja gut, was macht man denn dann? Ja, ich meine, die Eltern sind dann aus deinem, oder vielleicht sind die nicht direkt danach aus deinem Leben raus. Vielleicht kann man dann nochmal versuchen, sich anzunähern, ne? Oder vielleicht erstmal, wenn die dich rausschmeißen, kannst du dann bei einem Freund unterkommen oder so, oder irgendwo anders, Freundin, und den Eltern Zeit lassen. Weil es gibt natürlich solche und solche Eltern, die erstmal Zeit brauchen, diese Information zu verarbeiten, genau. Und ich meine, ich kann bei manchen verstehen, die haben richtig viel Angst wegen der Religion. Es gibt natürlich Eltern, die noch strikt nach ihrer Religion leben. Und in der Religion wird halt gesagt, ja, Homosexualität ist doof, das darf nicht sein, da kommt man in die Hölle. Ja, und die versuchen dann natürlich ihren Kindern das aus, wirklich, nicht nur wie mein Vater das aus Spaß gesagt hat, sondern halt auch wirklich das dann zu tun, den Kindern das rauszuprügeln oder weiß ich nicht, irgendwelche Rituale zu vollziehen, um den Kindern die Homosexualität rauszupeitschen, keine Ahnung. Und dass sie da Angst haben, das kann ich verstehen. Und da würde ich denen auch raten, den Eltern das nicht zu sagen. Ja. Aber es auch nicht zu verdrängen. Also nicht zu sagen, nur weil ich jetzt meinen Eltern nicht sagen kann, lebe ich nicht danach. Weil es ist ja, man macht sich damit selber kaputt. Dann würde ich mir, weiß ich nicht, irgendwie eine Vertrauensperson suchen, mit der man darüber redet. Dann vielleicht mit einem Therapeuten. Und halt jemanden zu suchen, wo man dann vielleicht hinziehen könnte. Oder sich halt dann halt eine eigene Wohnung suchen, wenn man dann Geld verdient. Ich muss dazu sagen, es gibt super viele Beratungsstellen, die einem da auch helfen. Und nicht nur irgendwie für Erwachsene, sondern tatsächlich für Jugendliche. Stimmt, genau. Wo diese Beratungsstellen sind, wie die heißen, das weiß ich nicht. Sollte man mal gucken, da gibt es bestimmt ganz viele Seiten. Genau, auf Google oder es gibt auch... Es gibt ja auch andere Beratungsstellen, wo die dich dann weiterleiten zu bestimmten Beratungsstellen. Ja, genau. Das gibt's auch. Wollte ich nicht unterbrechen, aber das wollte ich dazu noch sagen. Nee, jetzt, ich glaube, ich war auch so fertig da. Okay. Ja, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hast du keine Fragen mehr? Also spontan habe ich jetzt keine Fragen mehr, nein. Mir fallen auch keine spontan. Alles klar. Ja, aber das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du so offen gewesen bist und mit uns darüber gesprochen hast. Das war unser erster Deep Talk über Homosexualität. Ich hoffe, es war auch interessant für euch. Und ich weiß nicht, wann der nächste Deep Talk sein wird. Wir haben jetzt tatsächlich eine Stunde dafür gebraucht. Vielleicht sogar ein bisschen weniger, sagen wir mal 45 Minuten. Ich denke, dass der Deep Talk auch ungefähr so eine Stunde, 45 Minuten bis eine Stunde gehen sollte. Vielleicht nicht. Also wenn es jetzt super viel zu erzählen gibt, kann das natürlich auch länger sein. Ich habe auch noch kein Thema, ich habe noch keinen Gast fürs nächste Deep Talk, das würde ich dann aber einmal ankündigen. Julio. Genau. Danke. Ja, kein Problem. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, sehr. Also darüber zu reden und vielleicht anderen eine Hilfe, eine Stütze zu sein, ist ja immer gut.
Und falls ihr Interesse an Julie bekommen habt, ihr könnt mir gerne schreiben in Discord, dann leite ich das weiter. Ja, dann würde ich mich verabschieden. Ich weiß nicht, ob heute noch gestreamt wird. Eventuell würde ich heute Abend nochmal den Stream anwerfen. Würde dann aber vielleicht Pokémon spielen. Aber da würde ich auch, glaube ich, einfach nur grinden. Erstmal. Ja, schauen wir mal. Bis dahin verabschiede ich mich. Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr da gewesen seid. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Tschüss. Wochenende, schönen Samstag. Tschüssi. Ach so, ja, schönes Wochenende. Tschüss.